Ich begrüße ganz besonders und an erster Stelle unseren Schirmherrn, Herrn Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement, dessen Engagement für die deutsche Wirtschaft uns allen bekannt ist und sich auch wieder hier in dieser heutigen Konferenz dokumentiert. Allerdings weiß ich aus seiner Zeit als Chefredakteur, dass er nicht nur in der Lage ist, Regierungen, unter anderem auch die meine, heftig zu kritisieren, Herr Bundesminister, sondern ich weiß auch, dass Sie immer schon ein großer Fußballfreund waren. Und insofern sind Sie vielleicht auch zu Ihrem Vergnügen hier heute Morgen. Ich begrüße dann ganz herzlich Herrn Franz Beckenbauer. Als eingefleischter Hamburger Republikaner, die wir in Hamburg über ein Jahrtausend weder einen König noch einen Kaiser geduldet haben, begrüße ich trotzdem Sie ganz ausdrücklich als Kaiser Franz, was mir die Hamburger sicherlich auch verzeihen werden. Sie haben damals, als Sie in Hamburg waren, auch unsere Stadt belebt, Herr Beckenbauer, sehr belebt. Und nun haben Sie Deutschland die Fußballweltmeisterschaft 2006 beschert. Und Sie haben auch unsere Konferenz in Leipzig heute entscheidend mit möglich gemacht. Wir alle danken Ihnen für das, was Sie hier tun. Ich begrüße dann den Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Herrn Rogowski, sehr herzlich als ein Partner in vielen Vorhaben, die wir schon gemeinsam gemacht haben, als jemanden, der mit scharfem Auge auf die Interessen der deutschen Wirtschaft schaut und damit auf die Interessen auch Deutschlands. Sie haben auch diese Veranstaltung hier entscheidend mit möglich gemacht. Auch Ihnen herzlichen Dank. Und schließlich begrüße ich den Oberbürgermeister dieser Stadt, Herrn Tiefensee. Herr Tiefensee ist der zweite hervorragende Oberbürgermeister, den diese Stadt nach der Wende bekommen hat, ein Glück für Leipzig. Diese Stadt hat ja an der Wende Entscheidendes getan. Und erlauben Sie mir, dass ich bei dieser Gelegenheit erinnere, dass diese Messe hier, die ja in den Jahren zwischen 1990 und 1994, glaube ich, gebaut worden ist, eines der großen Vorhaben war, dass wir begannen, als die Wende das möglich machte. Und ich erinnere, der Geschäftsführer der Messe, Herr Rahmen, ist hier unter uns, dass wir damals Wege gefunden haben, um über 50% des Bauwerkes hier aus ostdeutschen Lieferquellen zu versorgen. Das war ein großer Erfolg. Ich danke der Stadt für die Gastfreundschaft, die sie uns hier heute gibt. Und ich wünsche ihr Glück dafür, dass sie die Olympiabewerbung 2012 durchsetzen kann und Deutschland dann würdig vertreten. Meine Damen und Herren, der Dank gilt Ihnen allen natürlich, dass Sie gekommen sind. Wir werden in beiden Tagen, die hier vor uns liegen, versuchen, die Türen der Wirtschaft zu öffnen, die sich aus den Chancen der Fußballweltmeisterschaft 2006 ergeben. Und dass dies möglich ist, ist natürlich auch ein Verdienst der Förderer, der Sponsoren, all derjenigen, die sich hier sichtbar und auch an anderer Stelle noch nicht so sichtbar für diese wirtschaftliche Entwicklung engagieren. Es geht darum, den Fußball zu feiern und dabei eben doch nicht zu vergessen, dass das Ereignis der Fußballweltmeisterschaft 2006 auch ein großes Ereignis für die Wirtschaft sein kann. Wir haben gerechnet, dass zwischen 6 und 10 Milliarden Investitionen und wirtschaftliche Ergebnisse aus dieser Fußballweltmeisterschaft in Deutschland entstehen können und werden. Diese Studie wurde von dem Mitveranstalter dieses Kongresses hier heute Morgen von der Wegweiser GmbH vorgelegt. Ich begrüße ganz ausdrücklich auch Herrn Lorenz, der hier sich mit seinem Team um
Organisation mit Einfallsreichtum und Mühe große Verdienste gemacht hat. Bevor ich, meine Damen und Herren, nun den Rednern des Vormittags das Wort gebe, möchte ich gerne zwei weitere Bemerkungen machen. Erstens, wir werden gegen 10.45 Uhr, vielleicht wird es auch knapp 11 Uhr, eine Kaffeepause machen. Und ich bitte dann die Redner und Podiumsteilnehmer der Veranstaltung heute und morgen, sich einem Rundgang anzuschließen, mit denen wir gewisse Teile der ja sehr zahlreichen Ausstellung der Konferenz betrachten und besprechen werden. Und zweitens erlauben Sie mir, dass ich schon zu dieser Stunde einen generellen Ausblick auf das Jahr 2006 tue. Nur selten eröffnet sich einem Land eine Möglichkeit, eine so umfassende Möglichkeit, Gastgeber der ganzen Welt zu sein. Wir wollen ein guter Gastgeber, unterstreiche ich jetzt, ein guter Gastgeber sein, und ein guter Gastgeber nimmt sich natürlich zurück. Wenn er ein sportlicher Gastgeber ist, dann ist er fair im Gewinnen, aber auch, wenn es denn sein muss, fair und großzügig im Verlieren. Lassen Sie uns gemeinsam unser ganzes Land schon heute und insbesondere, so scheint mir, die Fans daran zu erinnern, dass der Fußball ein Freudenfest sein kann und sein soll, und dass wir diese Gastgeberrolle als fairer, freundschaftlicher Gastgeber alle zusammen erfüllen wollen. Es wäre doch schön, wenn dann im Anschluss an das Jahr 2006 man in der Welt sagen würde, so schön, so fair, so freundlich, so gut organisiert, so hatten wir uns Deutschland gar nicht immer vorgestellt. Lassen Sie uns also auch diese Konferenz schon dazu nutzen, den wahren Inhalt der Weltmeisterschaft 2006 immer wieder zu erinnern. Dass es im freundlichen und freundschaftlichen Deutschland um ein freundschaftliches Fußballfest mit der ganzen Welt gehen wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte nun den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Herrn Wolfgang Tiefensee, für ein Grußwort.